Hallo Saarland, hallo Saarland Fernsehen 1, Breaking News und Ed Saarland. Wir stehen tatsächlich in Gersweiler und hier ist etwas ganz Tolles, nämlich Schnabels Restaurant. Das ist eins der besten Restaurants im Saarland, so viel kann ich es euch sagen. Und ich habe was ganz Besonderes für euch. Ich habe ein Schlemmermenü, ein Chefmenü im Wert von 300 Euro für 4 Personen da. Und da steht ja schon der Jürgen Schnabel, ist ganz aufgeregt, das erste Video. Hier ist das Schnabels Restaurant, es ist Haus Nummer 24. Hallo Jürgen, grüß dich. Hallo, grüß dich. Genau, kurze Frage, Haus Nummer 24, welche Straße sind wir hier? Wir sind in der Hauptstraße in Gersweiler. Genau, in der Hauptstraße 24, hier ist ein tolles Restaurant. Der Haupteingang, aber so der Geheimtipp, man geht ja unten rum rein, denn man parkt ja um die Ecke, gell? Genau, wir parken um die Ecke, da gehen wir gleich hin und gehen dann dort seitlich zum Restauranteingang rein, weil hier oben ist nur unser Privateingang, beziehungsweise sonntags beim Brunch darf man da auch reingehen. Beim Brunch, da war ich nämlich schon und hier steht es nämlich auch ab 9.12. Spezialität Kapaun, das ist was? Kapaun ist eine Spezialität von mir, also so ein gezüchteter Hahn, der kastriert ist. Der Arme. Und das nichts für uns Männer, das stimmt tatsächlich, aber halt schmeckt richtig super lecker und die Franzosen, die essen den immer am liebsten nur an Weihnachten und ich züchte aber speziell ab dem 9., wo sie bei mir auf den Teller kommen. Genau, hier steht es auch schon groß. Du hast einen Mittagstisch, der ist ziemlich gut besucht. Jawohl, für 13 Euro, 2 Gänge, regionale Produkte. Kannst du nichts verkehrt machen, wenn du zum Essen kommst. Also? Genau, so, wir drehen heute im November. Es ist der, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, der 19., glaube ich, heute. So, und, oder, schau mal kurz. Der 14. Der 14. haben wir. Naja, ich bin der Zeit immer voraus. Hier sind alle Parkplätze. Das Parken ist gar kein Problem, also auch abends. Mehr als genug Parkplätze. Also wir haben ja manchmal bis zu 80 Personen gleichzeitig da. Und wenn jeder Zweite mit dem Auto kommt, haben wir trotzdem keine Parkprobleme. 80 Personen. So, man sieht das von außen gar nicht. Ja, von außen sieht es so klein aus wie so ein altes Berghaus, aber innen hat es so richtig in sich. Jetzt ist natürlich hier im November, ist die Außenterrasse, die ist normal wunderschön. Ich war schon hier. Ja, es wird ein bisschen trist, oder? Ja, aber das ist ja nicht so schlimm, weil es sieht ja sehr romantisch aus, wenn wir jetzt in den Innenhof gehen. Ist alles schön dekoriert. Es ist alles so ein bisschen winterlich gehalten mit schöner Deko. Und da kann man auch draußen ein bisschen was stehen und was genießen, ein Getränk oder auch noch rauchen oder so. Und das macht trotzdem viel Spaß, auch wenn es ein bisschen kühl im Schatten ist. So, du hast einen ganz interessanten Dialekt. Du rollst das eher so ein bisschen. Du kommst nicht aus Deutschland ursprünglich. Ursprünglich tatsächlich aus Siebenbürgen. Aus Siebenbürgen, aus Rumänien dann quasi. Genau. Peter Maffay war mehr oder weniger mein Nachbar. Auf 14 Kilometer Unterschied. Ist ja, ehrlich? Ist ja Katzensprung, ne? Und nochmal 14 Kilometer weiter ist das Schloss Dracula. Genau, die Siebenbürgen sind ja damals aus Luxemburg quasi aus der moselfränkischen Region ausgewandert, stimmt das? Richtig, genau. Stimmt. 13 stimmt, genau, ich verstehe die auch sehr, sehr gut, auch wenn die nicht wissen, dass ich alles verstehe, wenn die unter sich schwätze. Und ich heiße ja auch Jürgen Schnabel, also ich habe tatsächlich keinen rumänischen Namen oder so, sondern wir sind wirklich die deutsche Minderheit in Rumänien. So, hier kann ich mal kurz reinfilmen, wir bleiben mal kurz hier, weil da sitzen noch Gäste, die wollen wir jetzt nicht drauf haben. Hier hast du einen ganz wunderschönen Wintergarten, kann man fast sagen, oder? Genau, das ist so mein Hauptrestaurant. Natürlich der Wintergarten, zurzeit dekoriert mit Servietten, wo Gänse drauf sind, weil klar, wir haben Gansessen aktuell. Ja. So, und jetzt gehen wir schon in den Eingang. Und da ist der Dirk, ja, der hält uns schon die Tür auf. Ja. Du hast ja gesagt, du wolltest nicht ins Bild. Ja, nur kurz, herzlich willkommen. So, alles klar. Hier ist die Schlacht. Also dein Restaurant ist wirklich, wer es noch nicht kennt, ja, ist richtig toll. Du gibst dir unglaublich viel Mühe. Seit wann machst du es? Ich bin jetzt schon im 18. Jahr, sprich in 4 Monaten feiere ich mein 8-jähriges Jubiläum. Ja, siehst noch ziemlich jung aus dafür, ja. Was war die Idee, jetzt ein Restaurant aufzumachen damals? Ja gut, ich hatte einen guten Job und ich habe aber von Kind her bin ich auf dem Bauernhof groß geworden und ich habe dieses Haus hier gefunden und habe gedacht, da musst du unbedingt was draus machen und habe es dann gekauft. Jetzt vor Dezember sind es dann 8 Jahre. Wo ich es gekauft habe und mache halt komplett regionale Küche. Deswegen, weil ich ja vom Bauernhof komme, will ich auch alles so naturnah wie möglich beziehen. Genau. Oder selbst anbauen. So, wir gucken mal kurz in die Küche. Wir drehen jetzt um 14 Uhr. Es ist Ruhe. Der Hintergrund ist, wir wollen natürlich die Leute auch nicht stören, ja, wenn sie hier speisen. Normal ist sie immer schön voll, mal sollte vorreservieren. Ne? So gerade Dienstag und Mittwochmittag sollte man unbedingt vorreservieren. Sehr empfehlenswert. Hier sieht man es, die Tischdeko hast du jetzt nicht extra gemacht, das sieht immer so aus, oder? Das sieht immer so aus, ja. Jahreszeitlich bedingt natürlich. Ist schick. Klar. Und jetzt haben wir, wie gesagt, das Gansessen, deswegen auch Gänseservietten.
Genau, wir haben ein tolles Gewinnspiel, da kommen wir gleich drauf. Unsere Spezialität, das Beste vom Wiener Tafelspitz, Suppe und Tafelspitz mit, es geht gar nicht, du kannst nicht hier mittags hier einfach so die Sachen hier einfach kredenzen, ich kriege einen Höllenhunger. Was ist hier? Erklär's mir. Also das ist jetzt gerade Spezialität von mir, hier mein eigener Schinken von meinen eigenen Schweinen, dazu gibt es Treberkieschelscher. Du kannst mir mal einen kleinen Gefallen machen, wenn du das mal kurz nimmst und mal kurz dahin stellst, sag mal ein bisschen mehr Licht, weil es sieht so klasse aus, wir müssen es mal richtig beleuchten, einfach hier neben den Flammkuchen. Den wir schon vorbereitet haben, dass wir das mal zeigen können. Denn eine Spezialität ist auch Flammkuchen. So, dann schieß mal los. Das ist was. So, also mein hausgeräucherter Schinken vom Ulsberger Hausschwein, die ich selbst züchte, mit Treberkieschelscher und ein kleines Salatbouquet. Lecker. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Und da vorne war noch was, ja, wenn du so lieb bist. Hier haben wir vom Forellegut Rosengarten ein bisschen Räucherfisch. Bitte einmal auch abstellen dort ins Licht, jawohl, dass wir das mal ein bisschen sehen. Schieb das nochmal so ein bisschen weg. Das ist lieb von dir, dankeschön. Wow, das ist was? So, das ist ein hausgeräucherter Bachsaibling und geräucherte Forelle. Das als Duett mit dem hausgemachten Meerrettich und frisch gerabter natürlich auch noch dazu. Und natürlich klassisch wieder das Salatbouquet. Okay, das heißt aber, die Sachen, die bei dir rauskommen, sind absolut frisch. Du kannst über alles was sagen, wo es herkommt, richtig? Selbstverständlich, natürlich. Ja gut, das ist nicht so selbstverständlich. Es gibt ja viele, die auch im Großmarkt einkaufen und so weiter. Das tust du auch, hin und wieder mal. Aber die meisten Sachen, du weißt, wo sie herkommen. Genau, definitiv. Also ich arbeite sehr, sehr eng mit den Bauernhöfen hier in der Umgebung, bis 60 Kilometer zusammen, wie Forellegut Rosengarten ist in Trassem, sprich direkt neben Saarburg. Die Weingüter dort aus der Region. Oh ja, guck mal, die Küche, die tut auch gerade was vorbereiten hier. Das ist was? Was wir sehen? Oh, das erste, das sieht aus, als wäre das mein Bierbrauersteak. Schön, und das ist jetzt auch das Fleisch von der Naturlandstiftung Saar, ein Hinterwälder Rind, als Rumpsteak geschnitten mit einer Biersoße, klar, selbstverständlich, weil mir brauche ich auch das Bier selbst, also muss ja auch Biersoße her. Und großgebratene Zwiebeln drauf und nebendran meine absolute Spezialität noch von meiner Uroma, das ist das Schnabels Backfleisch. Das ist ein Tafelspitz, den ich mariniere mit Meerrettich, Senf und der kommt dann in der Krumberg-Kieselscher Mantel. Warte, ich zeig das mal kurz von der anderen Seite. Man muss auch mal sehen, das ist alles mit unglaublich viel Liebe angerichtet. Das hier sind so typische Dinge, die du auch gerne mal servierst hier, oder? Selbstverständlich, das sind so meine Klassiker im Prinzip, gerade die zwei. Da fehlt jetzt nur noch der Tafelspitz aus dem Steinbackofen, den ich ja mit Buchenholz befeuere tun. Aber das sind so zwei typische Klassiker von mir. Genau, du hast alles mit Gas hier angerichtet, das heißt Gas ist natürlich perfekt, aber hier in der Küche, die ist kleiner, aber fein. Als du das damals gekauft hast, vor ein paar Jahren, hast du dich direkt verliebt in das Haus? Ja, definitiv. Ich habe sofort, als ich mit dem Nicola De Masi gesprochen habe, ob das denn zum Verkauf stehen würde, hat er mir das Haus gezeigt und ich habe direkt gefragt, wie viel willst du haben? Also ich habe gar nicht mehr überlegt. Okay, super. Ja, wir haben was ganz Besonderes. Du hast einen ganz tollen Ofen. Da ist schon wer? Du bist wer? Marion. Die Marion. Du kommst woher? Aus Spiesen-Elversberg. Aus Spiesen-Elversberg. Ja. Oh, den weiten Weg hier nach Gerswalder gefahren. Ihr habt was ganz Tolles. Ihr habt hier einen Ofen. Ja. Da ist jetzt auch schon was drin gewesen. Also, das Tafelspitz steht links auf der Seite. Genau, da ist der Tafelspitz. Wenn du so lieb bist, den mal rausholst. Ja. Ist er fertig jetzt? Der ist fertig. Der ist fertig. Oh, ich krieg's. Also sag mal hier in dem Laden zu schaffen, das ist ja schon eine Spezialität, oder? Ja, schön. Ui, das köchelt aber ganz schön. So, hier haben wir nämlich einen italienischen Ofen, der kommt original aus Italien, in Stein? Genau, das ist hier aus Modena kommt der und die Familie De Masi hatte hier ja früher Pizzeria, deswegen habe ich auch diesen tollen Ofen. Aber ich mache halt keine Pizza, weil wir machen ja regionale Küche. Klär mich auf, was ist hier drin? Das ist jetzt das klassische Tafelspitz, so wie es bei meiner Uroma noch serviert wurde. Meine Uroma war Hauswirtschafterin in Wien. Und das da ist so ganz typisch, wie man in Wien das Tafelspitz serviert. Das ist die Brühe und drin ist der Tafelspitz, der vor sich hin kocht. Und ein Markknochen ist drin und dann natürlich das Wurzelgemüse mit Kartoffeln. So, der ist jetzt fertig. Also ja. Die Problematik, man sieht es im Moment nicht. Wie wird das angerichtet? Und wichtig, ganz kurz, wichtig ist natürlich, da sind auch noch Steckrüben dabei. Und Steckrüben habe ich mich in Siebenbürgen immer ernährt davon. Oh je, das tut mir leid. Ja, hallo.
Bin aber groß und stark geworden, oder? Er ist mindestens mal 1,85 Meter, so groß wie ich. Ja, er ist groß und stark geworden. Du bist schon wie lange hier jetzt bei Schnabels? Ich bin jetzt hier seit fast 4 Jahren. Ja, fast 4 Jahren. Ist das schön, hier zu arbeiten? Ja, sehr schön. Warum? Frische Produkte, immer was anderes, nach der Jahreszeit bezogen. Und das macht eben Spaß. Aber es ist schon gut, wenn man zu 100% dahinter steht, was man macht, oder? Muss man, ja. Okay. Ja. So, super. Also die Sachen, die hier rauskommen, also ich weiß, ich war ja schon ein paar Mal da, ja, aber es ist ein bisschen länger her, ja. Aber wenn ich das jetzt so sehe, das sind Sachen, die würde man so auch genauso versuchen, zu Hause zu machen, oder? Das heißt, manches ist, wenn man es hinkriegt. Ja, manches kann man nachmachen, genau. Kein Problem. Das ist natürlich Übungssache. Ja. So. Ich mache dir jetzt mal hier ein bisschen Platz. Ich hole jetzt mal den Flammkuchen hier weg und schiebe nochmal einfach in den Ofen. Dann gucken wir mal, was passiert. Dafür habe ich jetzt den Platz, damit ich dir das Tafelspitz mal vorlege, wie es sich gehört. Warte mal, ich zeige mal kurz den Ofen rein. Ich hoffe, die Kamera, aber so lebt's. Ja, das ist ein Original-Steinbackofen. Das heißt, der wird dann wann ungefähr angeheizt immer am Tag? Also eigentlich ist der den ganzen Tag und die ganze Nacht immer am Heizen so ein bisschen, aber immer mit Buchenholz, befeuere ich. Und morgens um 10 Uhr, wenn die Köche kommen, tun die dann richtig hochheizen, weil der braucht schon seit 400 bis 500 Grad. Damit war unser Tafelspitz, da ich gleich jetzt mal dir auf den Teller anrichte tun. Mach mal, ich will das mal sehen. Warte mal kurz, ich komme mal von der anderen Seite, okay. Da hast du ein bisschen mehr Platz. So. Marion, könntest du mir dann die Soße dazu bringen, bitte? Die Soße, ja. So. Der Vorteil ist auch, er hat nicht ultra viel Kalorien. Gut, die stecken jetzt in der Soße. Hallo, das ist ganz, ganz leichtes Essen. Das kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit essen. Das merkst du gar nicht, weil klar ist, der Tafelspitz ist in der Rinderbrühe halt eben gegart. Da ist ohne drunter, kommt jetzt das Fleisch zum Vorschein. Guck mal, was das für ein schönes Stückchen Fleisch ist, ne? Sag mal. So. Dann haben wir hier die Sellerie, die Karotten. Ja, das ist aber jetzt für zwei Leute Kartoffeln. Oder für eine Person? Für eine Person. Für eine Person, das heißt, man wird hier satt bei dir? Ja, oft. Ich denke, wenn du den hier leer gegessen hast und du bist dann noch, gehst hungrig raus, dann habe ich was falsch gemacht. Und guck dir mal diesen tollen Markknochen an. Wer Mark liebt, ne? So wie ich einer bin, pass auf, ich hol dir den mal raus. Nur als Beispiel. Ach, das ist ein absoluter Traum. Guck dir diesen Markknochen doch mal an. Ja? Du bist vollkommen verrückt. Also du machst hier Sachen, die Leute... Noch mit den klassischen Soßen, einmal eine Schnittlauchsoße und ein Apfelmeerrettich. Hier oben drauf hat es jetzt ein bisschen frischen Meerrettich gerappt. Das heißt auch für die, die es gerne ein bisschen schärfer wollen, dürfen sie dann halt eben den Naturmeerrettich essen. Die anderen nehmen sich den Apfelmeerrettich, der ist dann schön mild. Und essen das zum Fleisch, kann ich natürlich immer so ein bisschen Brühe noch übers Fleisch machen, dann bleibt das auch schön saftig. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn du diese Rinderbrühe, die hier noch in dem Topf ist, löffelst, du träumst davon heute Nacht. Ich denke, ich träume von meiner Frau, ja, wenn die das sieht, ja, aber ich also, könnte... Liegt doch schon neben dir, ah, der Tafelspitz ist bei dir im Bauch, ne? Aber was ist da der Preis für den Tafelspitz? Was kostet der? Das Tafelspitzmenü, das serviere ich vorher die Rinderkraftbrühe, das Tafelspitz und hier nachher eine leckere Creme Brûlée, kostet 26,50. Da kann sie nichts sagen, oder? Nee, das ist absolut Spezialität von mir und da muss man ja nicht auch dann halt eben hier ganz, ganz teuer verkaufen. Das ist ja ein Highlight und ich muss gestehen, hier dieses tolle Rindfleisch, was du jetzt hier siehst, dieser Tafelspitz, ist vom Hinterwälder Rind, wie ich eben schon erwähnt habe, Bioqualität halt vom Hofgut Imschbach. Die Naturlandstiftung Saar züchtet ja diese Tiere hier im Saarland. Mhm. Und seit die Metzgerei gemacht haben in Tholey, seither bin ich Kunde dort und beziehe exklusiv dieses ganze Fleisch, auch das Rumpsteck natürlich von denen. Super, also es sieht unglaublich lecker aus. Ich gucke noch mal ganz kurz in den Topf. Denk nur an den Flammkuchen. Ich hoffe, er hat es überlebt. Hey, Flammi, pass auf. So, der braucht noch mal 3 Minuten. Der braucht 3 Minuten. Jetzt haben wir 1,5 Minuten gesprochen. Jetzt drehen wir den ein bisschen. Ja. Ah, ich glaube, der ist schon fast gut, oder? Guck mal, der ist ja schon herrlich schmurgelt, der. Jetzt braucht er noch ein bisschen Farbe am Rand und dann ist er fertig. Ist das nicht toll, so einen Steinbackofen zu haben? Das ist natürlich der Traum einer jeden Frau, oder? Definitiv. Oder von den Männern auch. Definitiv, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich zeige dir mal gerade komplett. Das heißt, der war schon hier drin damals? Der war schon hier drin. Also 2003 hat Familie De Masi hier Pizzeria aufgemacht und die haben den sich hier einbauen lassen. Da habe ich dich mit Holz, also da kein Elektro oder sonst was. Richtig, richtig tolle Qualität. Vom Bauernhof, der Herr Schnabel, ja. Du bist jemand, der Qualität liebt. Das heißt, ihr habt früher wirklich nur absolut gesunde, frische Sachen auf den Tisch bekommen? Definitiv. Also wir waren auch Selbstversorger, klein in Rumänien.
komme ja aus Rumänien. Ja, hast ja einen kleinen Rumänen, ja, genau. Ja, klar, aber du hattest halt eben nicht so die große Auswahl. Also hast du dann halt selbst angebaut und hast mit dem Nachbar irgendwas getauscht. Ne? Also nichts Globus, Lidl, Aldi gab es alles nicht? Gab es eher selten in Rumänien. Okay. Ja. Und du kamst wann nach Deutschland? Ich kam 1991 nach Deutschland. Okay. Und als klar war, dass ich mich selbstständig machen will, wollte ich nur mit diesem Konzept, also sprich alles so regional, alles selbst kochen und alles aus der Region. Das ist also bei mir halt natürlich, wenn du an der Grenze bist, wie ich hier. An der Grenze zu Frankreich, wohlgemerkt, ja. An der Grenze zu Frankreich muss ich natürlich immer Vor- und Nachteile von beiden Ländern holen und ich habe mir die Vorteile ausgesucht, indem ich dann gesagt habe, wir machen elsässisch-saarländische Spezialitäten. Deswegen meine eigenen Tiere, die auf dem Bauernhof rumlaufen, sprich 25 Hühner, die Kapaune, ein paar Schweinchen, die sind in Frankreich und ich fahre dann halt immer wieder hin zu den Tierchen. Super, dann darfst du es mal rausholen. Jetzt bin ich mal gespannt. Guck dir das an. Also ein Traum das? Von Flammkuchen. Ja genau, mal ganz kurz halten. Besser geht's gar nicht, also man könnte eigentlich öfter so schwätzen. Ne? Ja, weil das ist das große ist Problem. Ich wiege ja 83 Kilo und die will ich auch behalten. Das ist so typisch, wird das am Holzbrettchen dann angerichtet? Genau, das ist so ganz typisch für uns. Kostet 9 Euro. Der 9 Speck, Euro? 9 Euro für diesen Flammkuchen. Der Speck ist alles von eigenen Schweinen halt eben. Alles, fast alles Bioqualität, was hier auf dem Teller ist. Ja. Super. Ja, du hast einen großen Weinkeller, den werden wir uns gleich mal angucken, Teil 2 bei Jürgen Schnabels in Gersweiler. Und Jürgen, bis gleich, wir gehen mal runter bei dem Weinkeller. Perfekt, supi. Gersweiler, hier ist der ganz große Steinbackofen, hier sind die Kollegen in der Küche und hier ist Teil 2, wir gehen mal in dein Heiligtum. Du bist nämlich ein absoluter Weinkenner über die Jahre geworden, oder? Ja, also ich muss gestehen, seit ich klein bin, trinke ich eigentlich immer nur Wein. Ich wusste gerade. Wie alt? Was heißt klein? Seit 3 Jahren? Jo, weil wahrscheinlich war ich dort gerade so in diesem Alter, 6, 7 Jahre. Ist alles schon verjährt, kann ich alles sagen. Alles schon, ja, schon 3 Tage verjährt. Aber ich war in der Karpaten, habe ich immer geholfen auf den Skihütten und so weiter. Und da gab es bei uns immer guten Wein, alles hausgemachter Wein in Rumänien halt eben. Und ich durfte dann immer bei den Erwachsenen immer einen Schluck probieren. Deswegen schon mein Leben lang immer was mit Wein zu tun. Super, wir gehen mal runter in deinen Weinkeller, denn das Haus hat einen wunderschönen Weinkeller. Und es gibt auch oben ganz tolle Bereiche, nicht nur hier im Restaurant, sondern wo die Gäste auch in großen Gruppen sein können. Ah, ich zeig das hier mal gerade, warte mal gerade, das muss man einfach mal zeigen, diese Eingangstür. Mit diesen ganz altertümlichen Sandsteinen. Richtig. So, das hier mal gucken. War im Prinzip die Außenmauer des Hauses, bevor hier angebaut wurde 1970. Und das war mit Abstand das größte Haus eigentlich in Gersweiler, auch wenn man es von außen nicht so wirklich sieht. Okay, so. Das ist die ursprüngliche Tür. Genau. So. Und die hast du natürlich neu machen lassen? Ja, so ein bisschen restauriert und schon sieht es so richtig wieder gut aus wie vor 100 Jahren. Ja, aber auch Selbstzweck, die Leute lieben sowas, oder? Wenn das so ein bisschen urig ist, wenn so aussieht, als wenn gerade so die Römer durchmarschiert. Und hier ist ein Gewölbekeller. Ja, nicht ganz. Also hier sind wir im Toilettenbereich. Aber wenn du dich jetzt einmal ganz rumdrehst und dann siehst du auch schon in die Richtung, wo wir hingehen, siehst du meine Mitgliedschaft in der deutsch-französischen Weinbruderschaft. Und dann können wir auch gleich weitergehen in den Weinkeller. Was ist denn die deutsch-französische Weinbruderschaft, lieber Jürgen? Ja, wie der Name so sagt, wir haben was mit Wein zu tun und der Sitz ist hier in Schnabels Restaurant und ich stelle die Weine vor oder der Brudermeister, wir genießen einfach mal immer die Weine. Durch Beschluss des Bruderrats wird Frau Rosi Bick als Mitglied in die deutsch-französische Weinbruderschaft aufgenommen. Ist es nicht gut, du hast eine eigene Bruderschaft? Das ist doch nicht schlecht. Und jetzt zum ersten Mal haben wir auch die Frauen aufgenommen. Man sieht ja, 1. August 2017. Ach so. Sonst waren die Frauen nur als Fahrer tätig. Genau, für uns. Aber mittlerweile sind sie auch vollständig, volles Jürgen, Mitglied. Hier. Jürgen, wir erkennen dir das hoch an, dass ihr mal ein paar Frauen jetzt auch mal reingeholt habt. Aber ist ja so, im Jahr 2017 auch Bruderschaften, die kriegen jetzt mal Schwesterschaften, richtig? Genau. Ich meine, das sagt ja schon der Name. Hier steht es auch schon, hier die Qualitätsweine aus dem Elsass.
Es wäre natürlich blöd, ja, wenn man hier direkt an der Grenze in Gersweiler nicht voll auffahren würde für die lieben französischen Nachbarn, ne? Ja, definitiv. Das ist halt eben hier, du musst immer alles mitnehmen. Und ich habe hier einige Franzosen, die kommen natürlich und wollen nur französische Weine. Die Deutschen wollen auch manchmal nur Franzosen. Also musst immer beides da haben. Also das ist halt, wenn man in der Region ist, sollte man schon die Weine aus dem Umkreis haben. So, bevor wir nach links auf die ganzen Weine schwenken, erklären wir mal, für wen ist denn dieser Raum geeignet? Dieser Raum ist im Prinzip für jeden geeignet, der gerne in einem schönen Gewölbe sitzt, ob das jetzt Geschäftsleute sind, ob das Privatleute sind, ob das Sitzungen sind, die für irgendwelche Vereine, die ganzen Weinproben mache ich hier, wenn sie nicht im großen Rahmen stattfinden sollen. Mhm. Das heißt, alles bis 18 Personen ist dieser Weinkeller perfekt geeignet. Man sieht, das Ambiente, das Flair ist schon was ganz Besonderes hier. Und heute Abend habe ich jetzt 6 Personen mit der kleinen Weinprobe. Da ist schon ein bisschen was vorbereitet dafür. Ja. Das heißt aber auch, wenn du dort selbstständig bist als Gastronom, das ist schon ein Fulltime-Job, oder? Das heißt 7 Tage die Woche fast. Ja, also ist ja aber mein Hobby, ist ja nicht mein Beruf. Von daher ist das ja alles kein Thema. Obwohl ich halt alles in der Gastronomie habe an Ausbildungen, ist das immer noch mein Hobby. So, willkommen im Club, kann ich nur sagen. Wenn das hier sind jetzt Weine, die sind schon leer, aber hier kann man auch mal sehen, die Bandbreite von dem, was du hast, oder? Was du hier in Weinproben mal gemacht hast. Unten sind die vollen Weine? So sieht's aus, genau. Unten sind die vollen, die aktuellen. Aber wenn wir jetzt gerade hier diesen 76er hier vom Piro rausnehmen, ich bin 1976 geboren, also habe ich hier etliche Weine, die von 76, weil das, was hier oben steht, ist alles von mir persönlich getrunken. Ich zeig's mal gerade, du hast keine rote Nase, ist alles in Ordnung. Das heißt, du trinkst das aus Leidenschaft und nicht, weil du es musst. Genau so. Also, und am liebsten immer mit Freunden und guten Gästen des Hauses. Dann darfst du mal die Flasche da rausholen. Zeig mir die mal, die sieht interessant aus. Ja, was ist das? Ich habe was Tolles ausgesucht. Das ist Weingut Über und Blecher aus St. Hippolyt, aus dem Elsass. Da habe ich jetzt auch im Herbst, im September, war ich auch in einem Weingut mit Gästen von mir, wo wir einen Bus gechartert haben und sind dorthin, um das Weingut zu besichtigen. Ach, das machst du auch mal? Sowas mache ich auch noch ab und zu mal. Ein, zweimal im Jahr mache ich sowas, wo Leute sich anmelden können und wir fahren dann zu irgendeinem Weingut aus der großen Region und ich stelle das dann halt kurz vor, damit die Leute auch dieses Gefühl haben, warum ich halt direkt mit den Winzern schaffe und ja, so lernt man es auch besser kennen halt. Genau, der daneben, was ist das? Da haben wir natürlich unseren Überflieger zurzeit, der Schmidt-Weber, und das ist jetzt ein Blanc de Noir von ihm. Wo haben wir raus? Der kommt also aus Perl. 2016er Blanc de Noir, Schmidt-Weber. Perl ist noch hart an der Grenze, oder? Das ist ein echtes Saarländisches Weingut, natürlich. Oh, aber 5 Meter weiter ist ja Rheinland-Pfalz. Ja. Ich sage nur, an der Mosel gibt es ja nicht so viele. Ja, aber hier Schmidt-Weber ist wirklich, wir haben ja nur ein paar Winzer, ein paar Saarländische Winzer, aber Schmidt-Weber ist einer der Überflieger, finde ich persönlich. So, das heißt aber auf gut Deutsch, ich kann mich jederzeit an dich wenden und kann sagen, ich habe den und den Geschmack und du suchst mir was raus. Genauso mache ich das am Tisch. Ich frage immer, in welche Richtung gedenken die Leute was zu trinken. Und dann komme ich mit dem passenden Wein dazu. Also bei mir gibt es nicht die Klassiker, wie sie sonst überall sind, ein Viertelchen Weißburgunder oder Grauburgunder für 3,50 Euro, sondern nur ausgewählte Weine von mir persönlich. Wenn ich aber keinen Wein trinken will, bin ich hier auch willkommen. Du bist sehr willkommen, weil dann wirst du wahrscheinlich Bier trinken wollen und ich brauche ja mein eigenes Bier. Wenn ich aber keinen Alkohol trinken will, dann auch. Oh ja, dann habe ich immer noch, dann habe ich doch immer noch einen alkoholfreien Traubesecco oder ich mixe dir einen alkoholfreien Cocktail. Du bist mit allen Wassern gewaschen. Hol den da mal gerade raus, der sieht interessant aus. Sag mal, woher hast du diesen tollen Geschmack? Ja, ich gucke da immer. Das ist eins meiner Lieblingsweingüter aus Rumänien. Ein Cabernet Sauvignon, der Premium 2013. Das ist wirklich das berühmteste Weingut Rumäniens, das bis vor kurzem, bis 2013 im Prinzip gar nicht im zu Verkauf stand, die Weine, sondern die wurden nur vom Eigentümer selbst getrunken oder verschenkt. Der Arme. Ich bin schuld, dass er diese Weine jetzt auch verkauft. Ne? Und da unten drunter, was ist das? So, okay, das ist das gleiche Weingut. Das ist der Klassiker. Verpackt, oder? Guck mal hier. Ja klar, das war ja immer nur ein Geschenk, wenn überhaupt das Geschenk vom... Ach, da kann man gar nicht ran, normalerweise. Ganz schlecht kommst du da dran. Also gerade an dieses Weingut ist wirklich, durch meine Beziehungen kommst du dran, aber ansonsten eher nicht. Boah, gut, dass ich dich kenne, aber guck mal hier, Fertiaskenjagre, ja. Die schwarze Mädchentraube.
bekannt früher, also ganz früher, vor 20 Jahren, 1,99 unten rechts im Regal. Im Aldi, ja. Und genau. Das hier hat aber dann nichts zu tun. Aber gut, immerhin, ich nenne jetzt mal eher Edeka oder so, aber trotzdem. Und das hier ist wirklich super geniale Qualität. Also ich habe immer schwarze Mädchentraube da, weil die Qualität der Weine ist wirklich sensationell gut. Und das ist eine ganz autochthone Rebsorte, die halt in Siebenbürgen in meiner Heimat halt wächst. Okay, das heißt, das ist sowas wie der Lambrusco, der ja, ich sag mal so als Billigwein, aber es gibt ganz tolle Lambruscos, genauso gibt es hier schwarze Traube, ganz, ganz tolle, richtig? Genau. Mädchentraube meinst du? Schwarze Mädchentraube, genau. Schwarze Mädchentraube. Beim Lambrusco kenne ich mich nicht so gut aus, da müsste ich jetzt der Nachbarfrau gehen. Ich habe als Kind habe ich immer viel Lambrusco getrunken. Also sag mal so als 18, 19, 20-Jährige in der Pizzeria irgendwann in den 80er, 90er, da war das mal ganz hip, Lambrusco zu trinken. Da hat schön geprickelt. Pass auf, ich zeig dir jetzt noch einen Wein, wenn ich den jetzt gerade auf Anhieb finde. Guck mal, der ist ja gerade hier. Der hier hat europaweit auch schwarze Mädchentraube. Mhm. Guck mal, der hat europaweit jetzt die Goldmedaille bekommen. Das ist wirklich ein sensationell guter Wein. Der kommt woher? Der kommt auch aus Rumänien, auch aus Siebenbürgen. Wie, ihr habt Weine in Rumänien? Das wusste ich gar nicht. Hallo, Rumänien ist das fünftgrößte Weinanbaugebiet, nur mal so gerade nebenher. Ich wollte schon ein bisschen ärgern. Das war ja. Das Problem ist einfach nur klar, Ceausescus Zeiten hat, die haben ja nur den Wein alles gemacht für Russland und dadurch wurde er halt nie so bekannt hier in der Hemisphäre. Aber der kam jetzt gar nicht nach Europa, der ist in Russland geblieben. Genau, weil die brauchen ja doch ein bisschen viel Wein für das kleine Land, wo sie haben, ne? Und Rumänien war prädestiniert für die zu beliefern. Und mittlerweile gibt es ganz, ganz tolle Winzer in Rumänien und tolle Weingüter, die halt natürlich jetzt hier Vollgas geben. Und ich persönlich versuche das halt auch schon ein bisschen unter die Leute zu bringen, weil ich glaube nicht, dass du zwei Gastronomen findest hier im Saarland, die rumänische Weine haben, obwohl die Weine richtig gut sind. Genau, und da du ja aus Rumänien kommst, aus Siebenbürgen, ja, hast du dir auf die Fahne geschrieben, ich mach das mal. So, ich denke, du hast ohne Ende Weine. Wir kommen mal zur großen Verlosung. Dann sagen die Leute noch hier, der macht Werbung wie verrückt. Die Weine kommen woher? Was ist dein Hauptlieferant bei Weinen? Oder gibt's den überhaupt? Hauptlieferant gibt es eigentlich keinen, weil ich mit den Winzern ja selbst zusammenarbeite. Okay, du hast keinen Großhändler, mit dem du groß arbeitest, sondern du wählst sie alle persönlich aus. Ich wähle die alle persönlich aus und tun sie auch je nachdem jahreszeitlich halt eben mal den einen holen, mal den anderen holen. Also ich habe nie riesengroße Auswahl, aber halt eben von ausgewählten Winzern immer, was gerade aktuell ist, was zu meiner Speisekarte passt, was zur Jahreszeit passt und so weiter. Klar. Jürgen, du hast was ganz Verrücktes ausgewählt. Ja? Wir laden jetzt mal 4 Personen ein, aber nicht zum ganz normalen Essen, sondern komm mal kurz raus. Wir gehen mal ganz kurz raus, da mache ich das mal ganz spannend mit deinem Team. Wir gehen nochmal hier rein. So, das Radio ein bisschen laut gewesen. Und dann, also ich muss sagen, ist ja mal selten so, dass man sich hier in dem Vorraum eines Klos ja so wohl fühlt wie hier. Du hast es wirklich toll gemacht, den Gewölbekeller auch noch hier eingebaut. Du hast was ganz Tolles in der Hand, zeig es mir mal gerade bitte. Dankeschön. Ah, ich habe da was vorbereitet, genau. Und zwar habe ich mir gedacht, man könnte ja mal zur Feier des Tages einen tollen Gutschein ausstellen für eine Verlosung natürlich für euch. Und dachte ich mir, ein schönes Chefmenü, welches ich schön aussuchen tun und dann natürlich die korrespondierenden Getränke dazu, ob das jetzt eine tolle Weinreise aus Rumänien ist oder von hier aus der Region oder natürlich ein Biermenü, gar kein Thema. Ich würde gern 4 Personen von vorne bis hinterhin sehr verwöhnen, natürlich mit dem Schnabel. Du selbst, richtig? Ja, klar, natürlich. Genau. Ich bin ja halt immer Chefmenü, da steht es auch drauf. Genau, ich bin ja immer auch der Kellner hier in meinem Hause, das heißt, ich bin direkt am Gast und die 2 Köche, die du ja kennengelernt hast, die kochen dann für unsere Gäste. Genau, hat einen Wert von 70 bis 75 Euro pro Person. Das heißt, wir liegen hier bei dem Paket. Genau. Da sind alle Getränke dabei, die korrespondieren? Alle Getränke, alles inklusive der Schnaps danach. Und da habe ich schon mein Schnabelsfässchen, da ist auch noch eine Spezialität. Sag mal, wo steht das? Ich sage jetzt mal so, die eingefleischte Stammgäste von Schnabels, die sagen immer automatisch, mach mir ein Fässchen. Okay, zeig mal das Fässchen. Ich muss ja hier öfter mal herkommen. Ja, es ist ja... Ich war schon viel zu lange nicht mehr hier, das sehe ich nämlich. Das ist das Fässchen, brauchen wir nämlich. So. Und da ist das Fässchen. Das nimmst du mit zum Gast, oder wie? Genau. Ich gehe mit diesem Fässchen gehe ich bei den Gast und zapfe dann einen Schnaps oder 2 oder 3 daraus. Pass auf, ich führe dir das mal vor, hier vorne. Genau, hier ist auch der Gutschein, da liegt er nochmal für euch. Er holt jetzt mal 2 Schnapsgläschen und dann werden wir nämlich mal zünftig hier dieses Video beenden. In Jürgen Schnabels, Schnabels heißt dein Restaurant, richtig? Schnabels Restaurant und ich bin der Jürgen Schnabel. Genau, so haben wir es.
Ja, aber Schnabelsreste, genau. Ja. So, und jetzt traditionelles Schnapsgläschen aus Siebenbürgen, aus meiner Heimat. Ja, wenn ich dich schon einlade auf Schnaps, dann trinken wir aus meinem Gläschen, klar. Ja. So, zack. Ich habe nur beide Hände voll, ja. Das heißt, du hörst schon das Quietschen, das muss so sein, ne? Das ist auch ein Erkennungszeichen, wenn jemand das Schnäpschen von mir bestellt. Hörst du es? Ja, ich höre es. Das ist es. Und dann ist es echt vom Schnaps. Ach, nur dann. Das heißt, wenn es nicht quietscht, ist es kein... Quietscht, stimmt irgendwas nicht. Okay. Jürgen, wo findet man dich? In der Hauptstraße 24 in Gersweiler. Genau, Saarbrücken-Gersweiler, wenn Sie von etwas weiter herkommen, aus der Pfalz oder Luxemburg oder aus Frankreich, so sieht das Ganze denn aus. Ich werde gleich, wenn ich aufgehört habe zu drehen, mit dir anstoßen. Ich bedanke mich vielmals, danke für das tolle Menü und wenn auch Sie das jetzt gewinnen möchten, liebe Breaking News, Ed Saarland oder Saarland Fernsehen 1 Zuschauer oder Saarland Fernsehen 2 Zuschauer, dann gehen Sie bitte auf die Webseite von Breaking News, Saarland Fernsehen 1 oder Ed Saarland und suchen Sie dieses Video und unten drunter können Sie bitte posten und mit etwas Glück sind Sie vielleicht der Gewinner von einem Gutschein für 4 Personen, Chefmenü inklusive korrespondierender Getränke. Da ist alles dabei und auf eins kann man sich verlassen, auf Wunsch auch Low Carb. Die Leute werden richtig glücklich gemacht, oder? Definitiv, da wir frisch und erst ankochen, wenn bestellt wird, haben wir da gar keine Probleme, gar keine Schwierigkeiten, können wir auf jeden einzelnen Wunsch der Gäste eingehen. Sagt Jürgen Schnabel. Vielen, vielen Dank, Jürgen. Und auf geht's. Und danke für alles. Tschüss, Jürgen. Tschüss. Danke für den Besuch.